Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Everything is turning into gold when the autumn leaves are playing chases. Puts a smile up on my face. Ich muss ein bisschen was nachholen, muss ich gestehen. Da ist mein Korb mit meinen Temperaturgeschichten, Temperaturdecke. Mir fehlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine Woche, 7 Tage. Und das sind jetzt erstmal die ersten 5, die ich nachhole. Damit ich nicht ganz so hinterherhinke. Genau. Los geht's. Since I was a little child. Every year for as long as I remember, all the leaves were running wild, going all the way until November. Turn the world around us into gold when the Freunde, lasst es euch gesagt sein, so sieht man von der Sonne geküsst aus. Heute war nicht viel Sonne, da aber ein bisschen. Und ich bin auch sehr platt, weil ich war auf der Pilzwanderung im Wald. Und bin jetzt richtig, richtig müde. Also gefunden haben wir eigentlich nur alles das, was man nicht essen darf. Und den giftigsten Pilz habe natürlich ich gefunden. Das ist der grüne Knollenblätterpilz. Der scheint sehr, sehr hochgradig giftig zu sein. Aber was noch viel witziger ist, also was heißt witzig? Wir haben verschiedene Unterschiede in bestimmten Pilzsorten kennengelernt. Und da gibt es eine, die zu den Täublingen gehört. Ist egal. Auf jeden Fall durften wir die alle mal probieren. Und probieren heißt nicht runterschlucken, sondern kauen und ausspucken. Und man erkennt also, wenn man sich unsicher ist. Achtung! Ein Pilz daran, wenn er in eine Schärfe kommt, dann ist er nicht essbar. Und ich fand schon in dem Augenblick, wie ich so ein bisschen abgebissen habe, dass er gebitzelt hat. Und dann kam die Schärfe. Wir standen da alle im Kreis, 15 erwachsene Menschen, und haben diesen Pilz ausgespuckt. Das war schon sehr lustig. Ich sitze jetzt hier mit meinem Crumble, den wir gebacken haben. Und ich freue mich sehr drauf. Ich habe allerdings heute Morgen schon zum Joghurt was gegessen und festgestellt, ich habe es ein bisschen gut gemeint mit der Zitrone. Aber who cares, ne? Ich glaube, ich werde heute tatsächlich nur noch in die Badewanne gehen und dann ins Bett. Also ich weiß, es klingt immer nach nicht so viel. Ne? Ach, ich war halt 3 Stunden on Tour, habe Pilze gesucht. Wir sind auch nicht weit gelaufen. Also insgesamt waren das 3 Kilometer oder so. Aber irgendwie war es doch sehr anstrengend. Der Teutoburger Wald hat ordentlich Steigung. Ich binge gerade auf Join das große Backen. Die neue Staffel läuft ja irgendwie und ich habe jetzt mal ein bisschen zurück, wo ich weiß, dass ich es nicht geguckt habe, 2022 und letztes Jahr. Also bin ich gerade dabei, die 10. Staffel mir anzuschauen und habe da festgestellt, wie viel Spaß mir eigentlich Backen macht, aber nicht in diesem Stil. Ich bin nicht so die verziert und alles schön macht, sondern mir geht's
um den Geschmack. Wie viel man eigentlich aus Apfeln machen kann, ist mir dabei aufgefallen. Ich komme mir vor, ey, als hätte ich Fieber. Ja, Leute, schön, dass ihr da wart. Ich glaube, ich beende tatsächlich das Video hier auch. Es wird ein kurzes, das weiß ich. Alles, was wir gemacht haben werden, ist, wir werden den Crumble gebacken haben und ich war im Wald. Ganz allein. Nein, stimmt nicht. Ja. Aber es war eine Erfahrung. Wenn ihr die Chance habt, mal so eine Pilzwanderung mitzumachen, absolute Empfehlung. Ich überlege jetzt fürs nächste Jahr, mir die Kräuterwanderung zu buchen, weil ich damit, glaube ich, tatsächlich mehr anfangen kann. Und womit ich mich aktuell beschäftige, und vielleicht schaffen wir das in den nächsten ein, zwei Wochen auch mal zu tun, ist, ich würde gerne Hagebutten finden und verarbeiten zu Hagebuttenmark. Ich habe nämlich an einer Stelle gesehen, dass es welche gibt und habe überlegt, ich muss da mal nach Ladenschluss, weil es direkt vor dem Laden in der Erde steckt. Ich muss mal nach Ladenschluss hin und mir da so ein paar Gramm abzweigen und gucken, ob es wirklich die Hagebutten sind, die man auch gut nutzen kann. Okay. Also, ich wünsche euch was. Da steht er schon, der Laptop. Dann geht's gleich weiter mit dem großen Backen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.